Hallo und herzlich willkommen hier bei Berlin Tabletop. Heute mal mit etwas ganz anderem als ins Workshop lastig. Nämlich, es geht in dem Falle um eine limitierte Box, die mal erschienen ist, von Halo, von Xbox direkt. Wenn man sich das Xbox Bundle gekauft hat von Halo, gab es eine Tinbox dazu, wo wir, wenn wir sie aufklappen, hier direkt Karten drin haben von den Helden, aber die interessieren uns ja nicht. Wir wollen uns ja auf das Tabletop konzentrieren. Nämlich, es wurde eine Figur mitgeliefert, nämlich ein Wächter. Um den dreht es sich heute. Das wurde mir von einem guten Freund in dem Falle zur Verfügung gestellt, der meinte, mach doch ein Video darüber. Du kannst es hier gerne aufbauen. Und für den ist das so. Wir schauen erstmal nach, was wir drinne haben. Nämlich, wir haben erstmal zwei Gussrahmen. Einmal hier einen etwas, wo ich sag jetzt mal nicht volleren. Wir haben hier einfach mal die Wirbelsäule, wie man sieht, und die ganzen kleinen Teile. Da müsste der Kopf sein. Und hier auch, wenn ich mich richtig. Ne, hier ist der Kopf. Und dann haben wir hier sogar mit einer kleinen Base. Mit den Flügeln. So, alles natürlich aus Metall. Und jetzt kommen wir hier zum wichtigen Teil. Es ist ja eine sehr, sehr große Anleitung. Ich glaube nicht, dass ich die komplett raufkriege. Ist dann doch schon ganz schön voll. Und um dieses Modell dreht es sich heute. Hier sehen wir mal natürlich, wie es funktioniert mit den Seiten A, B, C. Die Klickvarianten und wie es in dem Falle gebaut wird. Was ihr dafür braucht, habt ihr hier zum Beispiel drauf. Wir haben einmal, werde ich zum Beispiel eine Zange verwenden, die wir jetzt hier sehen. Ich werde ein Skalpell verwenden, zum Raustrennen. Und eine Pinzette hier als, die hier als Zange abgebildet ist, zum Drehen und zum Verstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht klebe ich den ganzen alles auch. Aber das werde ich dann sehen. So. So wird es am Ende aussehen. Und ich werde jetzt immer mal die Kamera anmachen, wenn ich so ein paar Sachen schon geschafft habe. Und wir sehen uns dann, wie es dann ungefähr noch eine Viertelhälfte so aussieht. Der erste Zwischenstopp, den wir jetzt haben, das ist jetzt ein Seitenteil, was fertig ist. Das hat jetzt doch schon ganz schön lange gedauert. Gute halbe Stunde. Für die ganzen Teile, die werden jetzt alle einzeln zusammengemacht, also zusammengefügt. Und hier mit der Pinzette wird es hier verbogen an den Stellen, sodass es hier hält und man keinen Klebstoff braucht. Ist eine sehr gute, ausgefallene Idee. Und ich muss sagen, ich mache jetzt die andere Seite und dann wollen wir mal sehen, wie der Rest dann aussieht. Jetzt zeige ich euch schon mal, wie weit ich bin. Denn wir haben jetzt schon die komplette Oberseite fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, für alle Leute, die noch nicht so lange im Hobby drin sind oder sich einfach diese Collector's Edition gekauft haben, es ist echt grausam. Also falls ihr den noch nicht aufgebaut habt, ist ein bisschen spätes Video. Aber es ist wirklich grausam, das Ding aufzubauen, finde ich. Aber sieht schön aus. Und deswegen baut man es auch gerne auf. Aber es ist wirklich eine totale Friemelarbeit. Es müssen Sachen nochmal extra gebogen werden. Hier oben, ich zeige das mal schnell mal mit dem Pinsel. Direkt hier, da, also hier sind sie. Diese beiden Punkte, die mussten extra nochmal neu gebogen werden. Ich kann das mal hier mal kurz mal zeigen. Die wurden hier extra gebogen. Wenn man diese ganzen kleinen Friemelsachen noch hat, das ist richtig arbeitsintensiv, deswegen, ich habe jetzt gut nochmal 30 Minuten nochmal gebraucht für das alles. Ich mache jetzt mal weiter und dann wollen wir mal sehen, wie es danach aussieht. Ihr seht schon, ich musste schon das neue Licht anschalten, weil es jetzt schon langsam ein wenig später geworden ist. Denn man braucht doch schon ganz schön lange hierfür. Kann ich nur wiederholen, das Ding habe ich euch ja schon gezeigt, den Oberkörper. Jetzt habe ich wirklich ganz lange daran gesessen, das ordentlich zu machen. Denn der Kopf von dem Wächter hat ganz schön viele Friemelarbeiten.
wie jetzt hier diese ganzen Erhöhungen sieht, da nehme ich mir wieder mal meinen Pinsel. Wir haben jetzt zum Beispiel das Teil, ich schau mal, dass das scharf stellt. Jetzt. Das Teil, das Teil, das Teil, das, 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 das. Also ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die gebogen werden müssen, die müssen einzeln gebogen werden. Die haben dann meistens so, die bestehen aus 5, 6 Teilen, die einzeln in ihren Biegelradien gemacht werden. Und dafür gibt es natürlich noch eine Unterseite, die kommt aber später erst drauf. Man sieht dann später, wie der Kopf hier so reingeklinkt wird. Und da oben rauf dann der Kopf hier kommt. Jetzt mache ich erstmal noch ein bisschen weiter und dann zeige ich euch, wie es dann aussieht. So, nachdem wir jetzt auch noch die Außenteile fertig haben, haben wir jetzt, also die habe ich zweimal, haben wir noch die Kopfunterseite, die Kopfoberseite, die Flügel und das Oberteil. Jetzt lege ich mich mal weg und jetzt sind in dem kompletten Gussrahmen nur noch so viel übrig. Also nicht wirklich viel. Ich zeige euch jetzt ganz einfach mal, wie das gebaut wird, um euch zu zeigen, dass ihr mal Verständnis habt, warum ich die ganze Zeit sage, dass man dafür so lange braucht. Ja, fangen wir mal ganz einfach damit an. Ihr habt immer ein Grundteil, was ihr hier zum Beispiel habt, und die Zusatzteile. Ihr habt überall kleine Klickstellen, sage ich jetzt mal, die ihr in dem Falle aufbiegen könnt und sogar müsst. So rum wird es jetzt hingelegt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, so rum, oder? Ja, so rum. Und jetzt müsst ihr jegliche kleinen Ecken, die ihr hier habt, umbiegen. Immer in einem 90-Grad-Winkel. Das könnt ihr frei nach Augen machen, weil ihr das später eh nochmal alles ausrichten könnt und auch müsst. Also es muss eh alles angepasst werden. Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt immer frei nach Winkel machen könnt und es dann sofort passt. Da gab es schon ganz viele kleine Hetzereien. Jetzt wird es erstmal so gelassen. Denn jetzt werden die zwei Ringe hier eingefügt. Diese Ringe kommen so rum. Jeweils hier rein. Ich hoffe, dass er es mal kurz scharf stellt. Jeweils. So. Jetzt muss ich kurz nochmal gucken. So hier rein. Und dann ziehe ich den erstmal fest. Festgezogen meine ich damit, dass man mit einer Pinzette hier einmal dreht dran. Das hat man jetzt leider nicht so gut gesehen. Ich hoffe, dass sich der das scharf stellt. Da, jetzt ist er so leicht verdreht. Und dann könnt ihr den daran orientieren und umbiegen. Das ist eine ziemlich Friemeleiarbeit und auch eine sehr raffinierte Arbeit. Also wenn ihr wirklich Hobbybastler seid, die auf kleine Friemelsachen stehen, dann könnt ihr euch ja vielleicht im Internet so einen Bausatz mal holen. Also was heißt so ein Bausatz? Das Problem ist, die Dinger sind ziemlich teuer gerade, weil es halt nur in dem Bundle erhältlich war. Und nicht anderweitig. Deswegen auch verchromt ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen hatte. Auf jeden Fall schön. So. Und die werden jetzt mit dem hier jeweils verbunden. Also es ist wirklich eine komplette Friemelarbeit und ihr müsst schauen, wo was hinkommt. Also ich finde es. Die Stelle, ich habe natürlich mit zum Aufnehmen natürlich die schwierigste Stelle ausgesucht. Das ist schon mal eine schöne Sache. Das freut einen doch immer. Und ich glaube, ich muss nochmal alles aufbiegen. Es kann wirklich passieren, so wie bei mir gerade, dass jetzt nichts mehr passen möchte. Hier jetzt. Und vielleicht kriege ich es ja noch hin. Und dann. Ah, jetzt. Und wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann muss sogar aufgebogen werden und nochmal neu gemacht werden. Auch schon alles hinter mir gehabt. Oder wenn man vergisst, einen einzufügen, weil es wirklich so ist, dass es komplett passen muss. Wenn es nicht passt, dann ja, schönen Spaß. So. Jetzt habe ich den auch reingefriemelt. Nehme ich jetzt hierfür nur 3 Minuten auf. Also ihr merkt schon, es ist wirklich eine sehr langwierige Sache. Jetzt hier und jetzt haben wir wirklich erst das Teil hier fertig. So,
Jetzt muss man genau gucken, wie was umgebogen wird. Und natürlich alles mit der Pinzette machen. Der wird nach hier oben gebogen. So. Ich mache den Rest einfach jetzt ohne das aufzunehmen, weil das ist doch schon sehr, ihr merkt schon, sehr friemelig, sehr grausam für jeden, der leicht Grobmotoriker ist. Und dann zeige ich euch, wenn er auf die Base gestellt wird und wie er dann aussieht. Bis gleich. Es ist endlich soweit. Nach guten 3, 4 Stunden Aufbauphase ist der Wächter endlich fertig. Man muss jetzt hier nur noch die ganzen Sachen immer so zurechtbiegen, dass sie hübsch aussehen, so hier zum Beispiel. Und man muss ganz ehrlich sagen, boah, der ist richtig schwer aufzubauen gewesen und es hat auch echt lange gedauert. Das ist so ein Modell für Fortgeschrittene, würde ich schon sagen, die schon ein bisschen länger in dem Hobby drin sind. Jetzt könnt ihr auch die ganzen Stanzungen sehen. Und aber das Modell ist wunderschön. Also mir gefällt er sehr. Ich habe mich damals geärgert, dass ich keins habe. Aber immerhin konnte ich ja eins aufbauen für euch. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Mal was anderes als 40.000 oder 30k oder Warhammer. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt doch runter, was ihr vielleicht sehen wollt in die Kommentare oder abonniert mich, um mir zu folgen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.